Wir befinden uns am Rande des Salzkammerguts am Traunsee. In Traunkirchen ist ein historischer Ort, eine kleine Halbinsel, die in den See ragt und von drei Seiten vom Wasser begrenzt ist und von hinten vom Berg, und genau das prägt unsere Küche. Man fühlt sich da einfach wohl an seinem Lieblingsplatz. Ich bin gerne am See, ich bin gerne im Wald und gerne hier in Traunkirchen. Das finde ich alles vor und ich kann mein Hobby da zum Beruf machen. Ja. Wir kochen im Wandel der Werte, sagen wir. Also Fisch, Fleisch, Obst und Gemüse haben denselben Stellenwert. Wir arbeiten ganz stark mit unseren Produzenten, mit unseren Fischern zusammen. Wir haben diese Mikrosaisonen, die wir einfach ins Menü einbauen können. Dadurch, dass wir keine Speisekarte haben, können wir halt so Sachen wie Medesüß für ein, zwei Wochen auf die Karte geben, ohne dass wir starr sind. Wir versuchen immer flexibel wie ein Fischerboot. Wir sind auch so flexibel, dass wir sagen, wenn uns der Benni oder der Gerhard einen Fisch bringen heute, den gibt es nur heute. Das ist auch wichtig, also das macht es einzigartig. Ja, und somit ist es eine marktfrische Saisonküche auf den Punkt gebracht.